Simulation. Das Alien hat uns erwischt. Nee, Sims 4. Wir sind halt mega schwanger. Es ist ganz schrecklich. Es ist, ich bin mega betroffen. Hat er das hingekriegt? 329? Ja, passt genau. Hallo. So. Es ist die Hölle. Es ist die Hölle. Wie soll ich das denn Ute erklären? Wir brauchen Sozialverhalten. Hier, komm mal vorbei. Alice. Bücher zu Ende lesen. Wir müssen ein bisschen aufräumen. Dann müssen. Ach, shit. Ist das schon schlecht? Nee. Eier und Toast können wir machen. Kann man die Brut abschieben oder zur Adoption freigeben oder belohnen? Ja, die Aliens kamen. Ja, die Aliens kamen. Hallo, Minatech. Ich bin gerade erst gekommen. Du wurdest letztes Mal beim Schwanger, habe ich was verpasst? Ja, Aliens haben mich entführt und seitdem bin ich schwanger. Es ist die Hölle. Oh, da läuft aber schöne Musik. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, ey. Da ist irgendwas richtig gehörig schiefgelaufen. Kannst du sie jetzt mal reinbetten? Ah, sehr gut. Du, wundert dich nicht, dass ich so ein bisschen zugenommen habe. Passiert manchmal. Wir machen Pfannkuchen? Ne, wir wollen irgendwas Richtiges haben. Mac and Cheese ist doch auch nichts Geiles. Zu Abendessen. Ach so, das wäre dasselbe. Mehr kann ich noch nicht. Okay, wir kochen einfach eine Familienportion Pfannkuchen. Bin sehr konzentriert. Wirst du es ihr sagen? Ja, ist ein bisschen schwierig, ne? Hi. Sie, du bleib ruhig draußen stehen, ist kein Problem. In Brand stecken und die Tür entfernen, ihr seid gemeine Menschen. Oh, es ist schon wieder so spät, aber ich brauche Essen für morgen. Das ist wie im echten Leben. Franz, aktiviere mal die Aura vom Gerät. Welche Aura? Von welchem Gerät? Welche Aura? Habe ich irgendein Gerät im Inventar? Teil für Sanitäranlagen. Eieiei. Oh. Jetzt habe ich da einen Teil für Sanitäranlagen hingelegt. Ach so, das könnte ich jetzt. Ach so. Okay. Welche Aura soll ich verbessern? Aktivieren. Das habe ich noch nicht verstanden. So, was brauchen wir? Spaß. Wir müssen dringend Fernsehen. Lesen geht aber auch. Könntest du jetzt Fernsehen? Dabei ein bisschen mit Ute schnacken. Guck mal, sie kommt doch dazu. Witze über Aliens erzählen, das finde ich überhaupt nicht so witzig. Normalerweise haben die Berufsobjekte eine Aura. Nee, die kann man sich nur angucken. Die sind vielleicht noch zu klein, oder? Also weißt du? Zu wenig. So, sie ist gegangen. Stopp, Scherge! Okay, da musst du morgen aber wirklich früh aufstehen, wenn du jetzt schlafen willst. Müssen wir morgen arbeiten? Natürlich müssen wir morgen arbeiten. Eric, du kannst nicht vorbeikommen. Ich musste gerade deine Frau voll lange daten. Das tut mir leid. Feierabend, GPI. Cool, schön, dass du da bist. Ist jetzt auch, er ist nicht ausgeschlafen, weil er aufs Klo muss. Nicht schlimm. Dann brechen wir die Nacht hier ab. Um 2:53 Uhr. Boah, wie der Bauch aussieht. Oh, die hätten wir vielleicht auch mal. Die müssen in den Kühlschrank. Das muss wieder ins Inventar. Warum hast du dich jetzt einfach an den leeren Tisch gesetzt? Dann putzen wir schnell noch hier. Nee, die öffnen wollten wir, genau. So, und dann nehmen wir
Eine Portion. Und ein Gericht. Und dann müssen wir noch dringend... Oh Gott. Das säubern und dann gehen wir duschen. Oh Gott, wie lange dauert denn Putzen? Aber zum Glück sind wir nachts um 2 aufgestanden. Überhaupt kein Problem. Oliver fragt, warum ist Franz schwanger? Von Aline, von dem dreckigen Alien. Von dem dreckigen Alien. Du musst Alice rumkriegen, dann kannst du dir vielleicht das Kind unterjubeln. Ich weiß nicht genau, machen die da nicht so einen Mutterschaftstest? Oh Gott, wir stinken schon ganz schrecklich. So, jetzt wird erstmal Dusche geputzt noch. Oh Gott, wir haben schon wieder Regelschmerzen hier, Schwangerschaftsschmerzen. Seltsame Gewichtszunahme. Oh really? Oh really? Schlechter Nachgeschmack, das Essen war nicht sehr lecker. Was hat er jetzt? Schmutzige Zeit, wegen Putzen, okay. Ihr Scherge, geh ein bisschen Fernsehen vor der Arbeit. Was hat er jetzt? Er wird gerne nochmal duschen. Kannst du nicht einfach Fernsehen gucken? Du hast gerade geduscht, du Trottel. Hier, dann geh halt baden. So. Auch nicht? Oh Gott, der Bauch macht Dinge. Aus dem Bauch kam Glitzer. Da hinten ist gerade jemand im Haus lang gegangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zimmer einrichten. Blutig durch den Bauch durchfressen. Oh Gott, ihr zählt. Was? Ihr seid schlechte Menschen. Ach, der guckt gerade Fernsehen. Ach so, ich hätte nur sagen sollen, er muss sich dabei hinsetzen. Es hört doch bestimmt bald wieder auf. Gott, wie dick der ist. Das ist der Wahnsinn. Du arbeitest doch im Krankenhaus. Kannst du es nicht zu den übrigen Neugeborenen legen? Ja, das ist eigentlich nicht die schlechteste Idee. Spaß sozial fehlt. Warte mal, dann rufen wir wen an. Schnäpplerpum. Okay, sozial fehlt. Gehen wir schnell nochmal aufs Klo. Und sprechen dabei mit Ralf. Oh, seit wann pinkelt er im Stehen? Ab ins Krankenhaus! Sugar Daddy, jetzt stimmt das Kind auf jeden Fall, ja. Das T-Shirt, ja, ich bin immer noch so rot. Ob er seinen Pipi-Mann noch sehen kann? Ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher. Oh Mann, der Arme, ey. So. Einen Patienten auf der Untersuchungsliege Essen bringen. Das ist doch schon mal eine super Sache. Oh, Patient behandeln. Müssen wir das? Haben wir schon dreimal gemacht. Ist jetzt nicht unser Job. Essen bringen. Dann... Ah, hier können wir nichts machen. Okay. Moment, dann brechen wir das ab. Dann bringen wir dir Essen. Ach, die ist... Nein, die ist doch auch schon komplett... Die sind alle schon durchgecheckt. Okay. Dann kriegst du einfach erstmal Essen, dann gucken wir, was noch kommt. Wie er den Bauch vor sich her schriebt! Schriebt! Er schriebt den Bauch vor sich her. Okay, wir brauchen neue Patienten. Ach komm, dann kann ich dich auch heilen. Oh! Das war zufällig gerade die Aufgabe. Temperatur messen, einen Abstrich nehmen. Können wir nicht. Ja, komm, hier, dann wirst du auch geheilt. Oh ne, wir können uns doch kurz vorstellen. Ist auch nett. Ich bin hochschwanger. Ich darf überhaupt nicht arbeiten. Ach, aber guck mal, wir müssen jemandem eine Spritze geben. Easy. Geil, das klappt ja tatsächlich. Haben wir. Yeah, Scherge. Guten Tag. Guck mal, machen wir hier das Bett. So, bei dir wird die Temperatur gemessen. Und dann machen wir direkt noch einen Abstrich. Ach, das läuft doch wie ein Länderspiel. Spritze im Bauch tut's auch, ihr Schweine. Hallo, Nighthunter. Hab ich's verkackt, den Abstrich? Nee, ne? Alter, ich bin so dick. Diese Schwangerschaft, ne? Jemand Röntgen, das soll für Ungeborene gut sein. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen noch einen Abstrich machen.
Und dann untersuchen wir direkt die Ohren. Da. Nefnaf. Das leuchtet durch, jetzt habe ich das erste Mal gesehen. Okay, jetzt müssen wir das untersuchen. Wo wir gerade schon hier sind, untersuchen wir auch direkt die Augen. Okay, Moment. So, wir röntgen dich jetzt. Komm mit, ich kann nicht so gut laufen. Ich bin mega schwanger. So, jetzt wird die Karre... Stopp! Warum können wir das Ding nicht kalibrieren? Das Ding, so. Kalibrieren. Und dann wird das Ding hier untersucht. Und dann untersuchen wir deinen Körper. Das läuft, das läuft, das läuft. Wehe, du untersuchst jetzt den Körper hier. Jetzt gucken wir mal, wie es uns geht. Ein bisschen Hunger, okay. Ja, da kommen wir mit klar. So, und wenn wir dich untersucht haben... Ach shit, geht das jetzt überhaupt noch? Dann gibt's noch Essen. So, jetzt gibt's noch was zu beißen. Komm, weil ich schon mal hier bin, kriegst du auch direkt noch eine Spritze. So, jetzt muss ich zusehen, dass ich noch einen Snack esse. Weil mega schwanger. Pfützen aufwischen ist auch easy. Auch leicht verdiente Punkte. Er ist schneller. Und dann brauchen wir hier wen Neues, um damit über den Allgemeinzustand zu reden. Du siehst aber auch nett aus. Patient behandelt? Wieso kann ich die nicht zu einer Liege bringen? Ist das nicht mehr mein Job? Herzlich einmal. Da! Patient zur Untersuchungsliege bitten. Ist jetzt in einem neuen Menü. Du rettest mir den Tag. Ich dachte schon, ich wäre der einzige Mann, der Sims 4 spielt. Nix. Super Spiel. Jetzt haben wir noch ein bisschen mit dem Patienten geplaudert. Jetzt wirst du hier erstmal allgemein durchgecheckt und dann gibt es einen Abstrich. Wir müssen auch Abstriche machen. Oh, uns geht's überhaupt nicht gut. Wir schlafen hier gleich im Stehen ein. Stopp, stopp, stopp. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Untersuch schnell noch die Augen, das schaffen wir noch. Wir können auf keinen Fall... So, stopp, Pause. Wir müssen dringendst aufs Klo. Also diese Schwangerschaft, die tut mir überhaupt nicht gut. So, und jetzt gibt's ein Käffchen. Er hat's geschafft! What, what? Dr. Franz! Dr. Kim? Franz muss auf den Gynäkologenstuhl zur Kontrolle. Franz ist wie dieser Arzt bei Scrubs, der jedem Patienten die Hose ausziehen ließ, auch wenn es eine Wandelentzündung war. Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Wir wurden überfördert. Befördert. Überfördert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, Hände waschen, du Sau. Ach, haben wir keine Zeit für. Ich bin jetzt Oberkrankenpfleger. Er verdient jetzt 14 Simoleons mehr. Das sind 49 pro Stunde. Folgender Bonus 312. Neue Kleider. Chirurgenlampe. Kampf gegen die Dunkelheit. Medizinische Laufbänder können nun zur Untersuchung der Patienten benutzt werden. Nächste Schicht beginnt Donnerstag um 9. Heute ist... Oh. Okay. Gut. Donnerstag um 9. Kleinkinder lieben Kinderbücher. Kaufe Kinderbücher vom Bücherregal. Ich möchte nicht über Kinder reden. Okay, wir haben überhaupt keine Energie. Wir müssen dringend ein Nickerchen machen. Wieso ist der denn so erschöpft? Okay, wir haben noch Gewebeproben dabei. Wir haben aber jetzt coolen Schüssel, ne? Achso, das ist hier im Baumodus. Oder? Wir haben doch Geschenke gekriegt. Wann ist es soweit? Ich habe keine Ahnung. Geil. Kann ich jetzt hier so eine mega hässliche Chirurgenlampe hinstellen. Das ist ja super. Damit man zur Not auch mal zu Hause. Die braucht halt auch einfach mega viel Platz. Die stellen wir erstmal nach draußen. Die beleuchtet den Grill.
Nimm dir Urlaub. Oh ja, das ist, glaube ich, nicht doof. Sonst kommen wir nicht klar, ne? Wo geht denn das? Urlaub nehmen. Sonst packen wir das nicht. Und ich glaube, wir haben auch noch ein kleines Problem mit dem Kind, ne? Boah, diese Schwangerschaft, ne? Franz hat sich Urlaub genommen. Genießt den freien Tag. Puh. Wozu jetzt die Lampe? Ich denke, er spart. Moment, musste ich die kaufen? Nein, die hatte ich doch im Inventar, oder nicht? Die war doch kostenlos, oder nicht? Cool. Was macht er jetzt da? Der hat keinen Platz zum... Ah. Okay, dann räumen wir ein bisschen auf. Ich würde sagen, dann rufen wir Trulla nochmal an. Haushalt umziehen lassen, reisen, Selfie machen, im Internet surfen, Spiel spielen, Foto machen. Uns geht's echt nicht so gut, ey. So, wir rufen jetzt erstmal alle Leute an, die wir kennen. Mit Eric weiß ich nicht, ob ich mit ihm telefonieren möchte. Das sind unsere ganzen Patienten. Weil bekanntermaßen date ich ja quasi so ein bisschen seine Frau. Ich überlege gerade, was der Gegenstand mit der Aura war im Arztzweig. Hier steht, also der gibt Aura, der gibt schon einen Aura-Bonus. Aber halt nur drin. So, können wir das hier nicht auch anmachen? Okay, wir gehen ins Bett. Das hat hier keinen Wert. Der Radio lass noch an. Überhaupt kein Problem. Oh. Ja, da hätten wir vorher mal aufs Klo gehen sollen. Ja, ja, ist okay. Und wieder ab ins Bett. Oh, ich hasse es. Kennt ihr das, wenn man nachts aufs Klo muss? Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm, wenn man nachts aufs Klo muss. Dann ist die Nacht verdorben. Haben wir jetzt andere Arbeitszeiten eigentlich? Fangen um 9 an. Das wird immer besser. Aber dafür bis 17 Uhr. Es gibt Gegenstände, die Emotionen aktivieren, sagt Seren Vega. Ah, okay. Ich dachte, die aktivieren so Auras. So, dann gleich ein Gericht nehmen. Und lecker was essen. Da ein bisschen Fernsehen, ne? Kann man auch in Boxershorts machen. Beziehungsweise... Was ist jetzt passiert? Wie er sich hier rüber robbt mit dieser riesen Pocke. Ja, geh halt erst aufs Klo. So, dann Hände waschen natürlich, nicht vergessen. Alles gut, wenn man länger nicht spült, dann kann man Spülen nämlich aktivieren. Dann machen wir Hände waschen, Zähne putzen. Dann gibt es hier ein leckeres Portionchen. Und dann wird eine Runde ferngesehen. Wobei, dabei könnten wir eigentlich auch schon Ute anrufen, ne? Komm mal vorbei. Er frühstückt jetzt erstmal schön, schön vorm Fernseher. Sehr gut, das ist gesund. Emotionale Aura heißt das. Nachts ist nicht so schlimm, schlimm ist, wenn es eine halbe Stunde vom Wecker klingelt. Ja, das stimmt. Hallo, der Maschi. Mach den Müller mal doch in die Ecke, dann kann die Lampe an die Stelle von Müller. Aber nee, ich glaube, die Lampe braucht mehr Platz. Kommt Ute jetzt vorbei? Was hat er jetzt? Er ist unwohl wegen abnormaler Körperveränderung. Irgendwas stimmt hier definitiv nicht. Die Veränderung seines Körpers kommt Fehler echt verdächtig vor. Aus einem unbekannten, furchterregenden Grund. Schlechter Nachgeschmack. Irgendwas war nicht so lecker. Ist er schwanger? Ja, er ist sehr schwanger. Und er muss sich trotzdem um den Haushalt kümmern. Okay,
Okay, wir können das mal probieren mit dem Baumodus. Wenn wir den hier wegnehmen. Nee, die passt da nicht hin. Aber hier wird sie hinpassen. Gucken. Ob man jetzt noch in die Spülmaschine kommt. Spülmaschine läuft bereits. Ja, jetzt haben wir das. Die ist ja auch schön, die Lampe. Die ist ja auch mal schön. So, er braucht eigentlich Spaß, er braucht sozial. Haben wir Ute angerufen? Hat sie. Ich habe da nicht drauf geachtet, natürlich, ich trottel. Nicht das Buch rausnehmen. Ich bin sehr dick und sehr nackt. Zieh doch mal die Wand raus und vergrößere das Wohnzimmer so. Ja. Ich will ja 10.000 einmal haben. Oh, jetzt sitzt er da und wartet, der Arme. Ist hier? Einen Tag Urlaub nehmen, haben wir doch. Da bist du ja. Bitten, Baby zu fühlen. Geil. Hey, du bist doch da. Bemvoi? Yalla Nim. Zoibem. Yamal Hutapie. Alfred? Azarat. Oh, Yeshara. Oh, ich hab ein Achievement bekommen. Spiele 5 Stunden die Sims. Shabini. Woonfig Shima. Ask. Wenn du die ganze Küchenzeile nach links rückst. Ja, das könnte ich auch machen. Ihr seid so klug, ey. Wir können das Radio nehmen. Klick, 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 klick. Ich bin zu dumm. Das Radio kann natürlich auch hier stehen. So, dann hat die richtig gut Platz, die Lampe. Mega klug. Danke sehr, Tobi. Alter, wie sich die Hose spannt. Aber sie nimmt es extrem locker auf. Das ist keine Umstandshose. Sie ist ein Alien. Macht sie nicht, dass die Frau eines anderen Date ist? Wenn meine Freundin Sims 4 spielt, treibt sie es mit der gesamten Nachbarschaft. Das freut mich. Night Hunter. Der läuft auch so geil nach hinten gelehnt. So, jetzt ist Zeit für Romantik. Oder tanzen. Komm, wir flirten noch mal ein bisschen. Ich muss halt einfach dauernd aufs Klo, ey. Oh, wollte sie nicht. Fand sie nicht so gut. Verdammt. Dann muss ich ihr kurz meine Unsicherheit mitteilen. Und um Unsicherheit. Ja, guck. Ey, tut mir leid. Dann gebe ich dir medizinischen Rat. Ich sag mal so, lass dich nicht von Aliens entführen. Wann ist es denn soweit? Das weiß ich nicht. Aber, was ich gerade sehe, die YouTube-Folge ist jetzt erstmal zu Ende. In der nächsten Folge werden wir vielleicht schon Vater, Mutter und Kind. Das ist ganz schrecklich. In diesem Sinne, Kinder, bis gleich, ne?